Herzlich willkommen auf Eriks YouTube-Kanal MHT Musik, Hörspiele und Technik. Über einen Daumen hoch und Abo würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank. Moin, hi Leute, schön, dass ihr auf meinen Kanal vorbeischaut. Ich habe für euch einen April-Scherz. DSL-Verfügbarkeit im Jahre 2021. Es gibt da eine große Webseite, da kann man viele Portale mit vergleichen. Und die kennen sich da aus, das ist so ein Checker24. Und da habe ich meine Adresse eingegeben und wollte mal gucken, ob man was machen kann. Und ich bin wieder zu dem Ergebnis gekommen, dass ich da wieder bin wie am Anfang. Man kann hier zwar schnellere Leitung bekommen, muss aber dafür lediglich so zwischen 40, 50, 60 Euro im Monat bezahlen. Aber es gibt natürlich auch viele Anbieter, die das Ganze für 20 Euro nehmen. Aber da diese Leitung ja offiziell hier keine Leitung ist und auch gar nicht existiert, kommen wir jetzt zum Highlight. Und zwar Download. Die Geschwindigkeit, mit dem Sie Informationen und Dateien, zum Beispiel Bilder und Musik, herunterladen können. Je höher die Geschwindigkeit, desto besser und schneller können Sie surfen und Filme laden. Boah, das habe ich vorher gar nicht gewusst. Ist das auch tiefer gelegt? Die Geschwindigkeit ist ein Maximalwert, der gegebenenfalls je nach Versorgung vor Ort abweichen kann. Laut Anbieter der von Ihnen gewählte Tarif nur mit einer Einschränkung verfügbar. Die erreichbare Downloadgeschwindigkeit beträgt voraussichtlich maximal geniale 0,4 Megabit. Boah, das im Jahre 2021. Ich bin begeistert. Ich hüpfe, ich springe. Ja, 2021, 0,4. Mit denen, die sich da auskennen, erleben, was verbindet.